Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und Richie ist wieder am anderen Ende der Leitung in Stuttgart, wo es wahrscheinlich ziemlich heiß gerade ist. Und 38 Grad, ja. Ach du Scheiße. wir haben es ja gerade gesehen. Facebook meldet 42% Umsatzwachstum, über 30% Gewinnwachstum. Aktie rauscht in Keller. Tesla meldet größten Verlust der Firmengeschichte, irgendwie Quartalsverlust. Und was passiert? Aktie steigt um 10%. Richie, wie soll da ein rationaler Anleger noch durchsteigen? Macht das überhaupt Sinn? Darum kümmern wir uns heute und warum Aktienkurse überhaupt langfristig steigen. Aber bevor das Ganze passiert, noch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Da muss ich an diesem Freitag schon mal eine kleine Dose Bier. Herzlichen Glückwunsch an alle Apple-Aktionäre und Apple. Ich habe nämlich gerade gelesen, eine Billion Marktkapitalisierung wurde erreicht. Darauf natürlich ein Prost. Lass dir schmecken. So, Richie, und jetzt bist du an der Reihe. Also warum steigen überhaupt Aktienkurse langfristig? Was heißt ich an der Reihe? Das machen wir beides. Ich meine, es gibt mehrere Gründe und ich denke mal, drei der wichtigsten Gründe, die wollen wir halt einfach mal ansprechen. Vielleicht wird sich der eine oder andere denken, langweiliges Thema, aber ich behaupte mal, viele werden sich nicht über alle Punkte Gedanken gemacht haben. Und einer der wichtigsten Punkte, ich sag mal, jemand, der in Netflix investiert, der kennt den, es ist einfach die Angst, zu spät zu kommen. Das heißt, man investiert in Unternehmen, von denen man eigentlich rein von der rationalen Seite her weiß, Stand jetzt, wenn man sie jetzt liquidieren würde, die sind lang nicht das wert, was ich momentan an der Börse dafür zahle. Mhm. Aber es gibt einfach gewisse Gründe, dass man nicht sagt, aber das Geschäftsmodell und die ganzen Kunden, die sie jetzt schon gesammelt haben, und die Zukunftsentwicklung sind so interessant, wenn ich da warte, bis sie dorthin kommen, wo sie hin möchten, dann ist es unbezahlbar. Und darum gibt es viele, die schon recht früh in was einsteigen und bewusst Preise zahlen, die eigentlich weit über dem herlaufen, was das Unternehmen eigentlich rein rechnerisch, rein national wert ist. Mhm. Oder was meinst du dazu? Warum hast du Netflix gekauft? Genau, weil es wird ja, man kriegt ja als Aktionär nicht einen besonderen Vorteil in dem Moment, wo man eine Aktie kauft. Im Gegensatz zu, wenn du dir jetzt nach diesem heißen Arbeitstag irgendwie ein kühles Bier oder ein Eis gönnst, dann hast du den Vorteil direkt in dem Moment der Transaktion. Bei Aktien hast du keinen Vorteil, sondern du hoffst, dass du irgendwann in der Zukunft diesen Vorteil bekommst. Und deswegen sind alle unsere Sorgen, Erwartungen, Wünsche und alles, was wir irgendwie mit diesem Unternehmen projizieren, auch in diesem Kurs schon mit eingepreist. Und deswegen kann es eben auch sein, dass wenn zum Beispiel der gesamte Aktienmarkt erwartet hat, dass Tesla noch viel mehr Verlust machen wird und jetzt aber gesehen hat, so viel machen die eigentlich gar nicht mehr und jetzt könnte es sogar sein, dass sie im Quartal 3 sogar den ersten Gewinn mal wirklich ausweisen und profitabel sind, dann kann es natürlich sein, dass jetzt ganz viele Leute einsteigen, obwohl die Aktie schon noch immer einen Verlust gemacht hat. Oder zum Beispiel, es gibt einen Managementwechsel, okay, das Unternehmen hat total schlechte Zahlen gemeldet und so weiter, aber einfach aufgrund dessen, dass jetzt ein neuer Manager da ist, der vielleicht jetzt, man hofft, viel mehr Wachstum bringt, so wie zum Beispiel bei Nestle, das ja der Fall war letztes Jahr, dann kann es auch sein, dass aufgrund dessen einfach die Aktie erstmal kurzfristig steigt. Also der Tesla immer noch die Kennzahl, die ich schon lange nicht mehr gehört habe seit dem neuen Markt, die Cash-Burn-Rate, gesagt, yeah, die wird immer toller, die verbrennen immer weniger Geld und das ist schon wieder ein Zeichen, eigentlich total abstrus, und sie sagt, jawohl, die machen viel weniger Verluste, als man gedacht hat, die Cash-Burn-Rate ist geringer und deswegen steigen Leute ein. Gut, bei Tesla kann es auch vielleicht deswegen sein, weil die extrem geschortet wurde, die Aktie, und die Leute mussten sich langsam eindecken, das ist auch ein Grund. Ja. Aber solche Beispiele gibt es natürlich auch in anderen Dingen. Genauso aber jetzt mal als Gegenbeispiel für Facebook, wo du gesagt hast, an sich gute Zahlen gemeldet, aber der Markt, jetzt ist immer die Frage, wer ist dieser blöde Markt? Einfach alle, die eine Meinung zu sich gebildet haben, die haben einfach erwartet, eigentlich müsste da mehr gehen, die müssten mehr verdienen, da müssten mehr Umsätze steigen und so weiter und so fort. Und wenn die Umsätze zwar bekannt gegeben wurden, die Erwartungen lagen aber viel höher als die anfangs bekannt gegebenen. Und dann kommt man offiziell raus und sagt, jawohl, wir sind ungefähr auf dem Niveau, das wir bereits schon vorab lanciert haben. Dann sind viele Anleger vielleicht enttäuscht, weil sie eben viel mehr Erwartungen reingesteckt haben. Und dann wird das Ding ausverkauft. Genau, oder auch wenn, so ist es. Oder auch wenn Donald Trump irgendwie wieder irgendwas twittert darüber, dass er jetzt demnächst Amazon stark regulieren will und dann Amazon auf einmal fällt um 2-3%, dann ist es eben auch die Angst der Leute, dass in Zukunft zum Beispiel höhere Steuern von Amazon gezahlt werden müssen und das wird dann eben eingepreist. Aber also es gibt, der reine psychologische Aspekt, wollte ich einfach nur sagen, was wir da gerade besprechen.
Genau. Nee, das ist nicht Psychologie, Angst und Gier. Das ist die Kurzfassung davon. Ja. Und dann muss man natürlich auch immer gucken, kann ein Aktienkurs natürlich auch steigen oder fallen, einfach aufgrund von den Alternativen. Zum Beispiel aufgrund von den Zinsen bei Anleihen. Ne? Oder wenn sich jetzt vielleicht Anleger einfach sagen, ja Mensch, ich habe jetzt einfach gerade nichts anderes, wo ich irgendwie meinen Cash bunkern kann, dann haue ich es einfach mal in Aktien, selbst wenn die schon hoch bewertet sind. Ja? Oder wenn wir jetzt, was mal nicht der Fall ist, aber wenn wir einfach momentan einen sehr günstig bewerteten Immobilienmarkt sehen würden, würden sich natürlich viele denken, Moment mal, ja, Aktien sind jetzt schon lange Zeit echt gut gelaufen. Mal gucken, geht es wirklich so? Gibt es schöne Alternativen, die sich für mich vom Risiko-Chancen-Verhältnis besser darstellen? Moment mal, ich sehe hier die Mieteinnahmen, sind eigentlich ganz okay. Jetzt Scherz beiseite, ist natürlich nicht der Fall. Immobilien sind relativ günstig. Ich wechsle mal von der Aktie in eine Immobilie. Teilweise zumindest. Oder ich kann auch sagen, langsam gibt es vielleicht irgendwann wieder Zinsen. In den USA kann es demnächst mal kommen, dass der langfristige Zinsertrag, den man erwirtschaften kann, höher als die Dividendenrendite ist vom S&P 500. Dann überlegen sich auch schon die einen oder anderen, Mensch, na gut, ich habe bei den Anleihen zwar nicht die Chance, dass die Kurse weiter steigen würden, ich habe aber nicht das Risiko, dass die Kurse extrem fallen, gerade wenn ich ein amerikanisches Staatspapier kaufe. Dafür habe ich aber recht sicher dauerhaft meine Zinseinnahmen. Und dann fängt es auch an, dass sich die Ersten überlegen, Moment, bevor ich jetzt, ja, Risikochance Kursgewinn, aber trotz allem auch relativ im Vergleich zu Dividendenzahlung geringer als vielleicht bei Staatsanleihen, dort investiert bleibe, wechsle ich auf Anleihen. In Europa wird es ein Weilchen dauern, aber im interamerikanischen Markt, und das ist ja der Markt, der den Markt extrem getrieben hat, gerade die großen Tech-Werte, wenn dann langsam die ersten Anleger sich überlegen, oh, da lief es ganz gut, und langsam lohnt es sich auch mal im Zinsmarkt was zu machen, kann das auch ein Grund sein, dass der Aktienmarkt wieder langsam nach unten geht. Ich möchte jetzt nicht schlechte Prognosen von mir geben, aber ich möchte einfach sagen, Alternativen oder Alternativlosigkeit kann auch dazu führen, dass der Aktienmarkt in die eine oder in die andere Richtung getrieben wird. Das sind jetzt aber beides Gründe, die wir gerade gesagt haben, die beides darstellen können, Plus oder Minus. Hast du noch was zum Thema Alternativen oder Alternativlosigkeit zu sagen? Nee, da musst du dann Merkel fragen, wenn es um Alternativlosigkeit geht. Aber ich wollte nur sagen, klar, dann gibt es natürlich auch immer die Gründe, wie zum Beispiel, es gibt einen sehr großen Investor, irgendwelche Pensionsfonds zum Beispiel, der norwegische Staatsfonds, der hat ja, glaube ich, mittlerweile fast 1% der gesamten Aktien oder so im Depot. Also mehrere Billionen auch, ja, mehrere Apples sozusagen. Und dann kann es natürlich immer sein, dass der jetzt zum Beispiel sehr viel Kursperformance gemacht hat und jetzt sagt, ui, wir haben eben auch ganz viele hochbewertete Technologieunternehmen drin und das macht in unserem Portfolio, was wir ja auch brauchen für die Renten der norwegischen Staatsbürger und so weiter, schon einen recht risikoreichen Teil aus. Komm, wir schichten mal wieder ein bisschen um hin zu unserer damaligen Asset Allocation und auf einmal verkaufen die halt einfach mal eine Menge von einem einen Unternehmen und dann kann es eben passieren, obwohl das Unternehmen gar keine Meldung rausgebracht hat, obwohl es überhaupt keine neuen Analystenkommentare oder Einschätzungen gab, keine Short-Attacken, nichts dergleichen, kann es trotzdem passieren, dass einfach aufgrund so einer Portfolio-Umschichtung einfach eine Aktie mal um 2-3% fällt. Natürlich ist das bei ganz großen Aktien dann immer so auch eingegrenzt, aber natürlich bei großen Investoren, wenn die sich entscheiden, etwas zu tun, dann kann das natürlich dazu führen. Ja. Dann bewegt alles. Das ist beides Psychologie, das sind Gerüchte. Und der dritte Punkt, den wir bringen wollen, und ich glaube, das ist einer, den eigentlich die wenigsten mal Gedanken gemacht haben. Wenn jemand eine Aktiengesellschaft gründet, wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte eine Firma gründen, ich möchte die Firma leiten, ich will sie erfolgreich machen, dann will natürlich grundsätzlich mal der Firmeneigentümer auch Geld verdienen und die Firma profitabel aufstellen. Willst du vielleicht kurz auf die Präsentation gehen? Ich muss dich heute mal per Stimme fernsteuern, weil klar TeamViewer leider nicht tut. Kein Problem, ich mache jetzt die Vorführung an und das ist auch das Ganze, was jetzt kommt, ist so wichtig, weil das ist eben das, was bei all diesen ganzen kurzfristigen Geplänkel langfristig auch entscheidend ist. Ja? Genau. Was ja schon Graham meinte, weil langfristig tendiert der Aktienkurs in Richtung des fundamentalen Wertes des Unternehmens. Warum? Ja. Guck mal, stellt euch mal vor, das Unternehmen würde immer besser und besser und besser laufen und den Gewinn immer weiter steigern und steigern, aber der Aktienkurs würde einfach nicht steigen. Das ist total gegen die menschliche Psychologie. Das würde ja bedeuten, dass irgendwann die paar Investoren, die da überhaupt die Aktie noch haben, dieses Unternehmen von der Börse nehmen könnten und einfach Milliardäre werden. Ja? Also das heißt, immer wenn irgendwo eine Entwicklung ist, die positiv ist, werden natürlich auch Leute dann wieder die Aktie kaufen. Ist ja vollkommen klar. Bereit sein, mehr dafür zu zahlen, genau.
Okay, so, dann lassen wir die erste Seite, die kleine Animation loslaufen. Das ist einfach, okay. Die Idee war nur zu sagen, okay, man sieht langfristig, wenn das Unternehmen gut wirtschaftet und vielleicht jetzt auch, wenn man natürlich nur ein Unternehmen, nur eine Aktie kauft und hat genau eins, wo halt leider irgendwann nicht mehr gut wirtschaftet, Risiko dementsprechend breit aufstreuen, dann kann man das Risiko teilen. Aber grundsätzlich soll es natürlich in die Richtung gehen. Und dann nochmal drauf drücken, es gibt halt dieses schöne Wort der Kapitalallokation. Die Grundidee ist einfach, dass eine Börse dafür da ist, dass Gelder, Kapital dorthin fließt, wo das Geld am sinnvollsten eingesetzt wird. Das heißt, für ein Unternehmen, das gut wirtschaftet, sind Leute bereit, einfach mehr zu zahlen. Für ein Unternehmen, das mittel- und langfristig schlecht wirtschaftet, vielleicht jetzt gerade im Aufbau ist, okay, aber man einfach keine Vision sieht, da fließt weniger Geld hin und der Kurs davon wird fallen. Auf der nächsten Seite habe ich einfach mal so eine kleine Beispiel-AG zusammengezimmert, wo ich mal sage, okay, wir haben eine Aktiengesellschaft, die hat 1000 Aktien insgesamt, das ist alles, was ausgegeben wurde, und jede Aktie hat einen Wert von 10 Euro, der wirklich im Buch auch drin steht. Und wir gehen mal davon aus, die werden eine Investitionsrendite von 15% im Euro im Jahr anstreben. Das heißt, sie möchten mit dem investierten Geld, und das schaffen Sie in meinem Beispiel auch, 15% Investitionsrendite erarbeiten. Wenn man nochmal drauf drückt, werden wir dann sehen, oh Wunder, Prozentrechner ist gar kein Hexenwerk. Wir haben dann 1500 Euro im Jahr gemacht mit der ganzen Gesellschaft. Bleibt auch bei einer Eigenkapitalrendite von 15%, weil hier Investitions- und Eigenkapitalrendite das gleiche ist. Und wir sehen dann, dass die Aktie dann der rechnerische Wert von 10 Euro auf 11,50 Euro, also um 1,50 Euro steigen müsste. Wenn natürlich das nicht als Gewinn ausgeschüttet wird von Dividende, bleibt es eben in der Aktie drin und rechnerisch wird die Aktie mehr wert. Das ist mal die grundsätzliche Überlegung. Mhm. Und was man sich jetzt mal anschauen sollte, ist, wenn man sich solche Auswirkungen anschaut, inwieweit ist es denn wichtig, ob ein Unternehmen sich auch mit Fremdkapital finanziert oder nicht? Denn hier sieht man ja ganz schön, wir haben ein schönes Wachstum, und wenn das die nächsten Jahre weitergehen würde, wir immer bei 15% liegen würden, plus minus, wäre es relativ einfach zu sehen, dass in einer gewissen Zeit einfach die Aktie, der Wert der Aktie, sich schnell mal verdoppeln und verdreifachen würde. Gut, 15% ist jetzt eine schöne Zahl. Und sowas dauerhaft immer zu bringen, ist auch wieder was anderes. Wenn man jetzt aber anfängt, sich mal Bilanzen anzuschauen, gehen wir mal auf die nächste Seite. Hätte ich mal das Beispiel von gerade eben. Wir haben also ein Eigenkapital von 10.000 Euro. Wir setzen kein Fremdkapital ein. Die Investitionsrendite liegt bei 15%. Wenn ich Kredite aufnehmen würde, auch als Beispiel hier 5% als Kosten dafür angesetzt. Ich mache also pro Aktie 1,50 Euro Gewinn, 15%. Und die Aktie müsste dann eigentlich am Ende vom Jahr rein rechnerisch, ob es jetzt psychologisch, weil rechnerisch und psychologisch an der Börse sind oft zwei Paar Stiefel, aber rechnerisch müsste bei 11,50 Euro stehen. Es kann aber auch sein, dass Leute schon bereit sind, 12, 13 Euro dafür zu zahlen, weil sie davon ausgehen, jawohl, nächstes Jahr läuft es wieder so gut. Und wenn ich dann einsteige, ist es vielleicht schon zu spät. Ich mache das schon jetzt. Zweites Beispiel, also nochmal aufs Mäuschen drücken bitte, auf die Tastatur. Die steigern ihre Investitionsrendite sogar auf 25%, aber weiterhin kein Fremdkapital. Und wir sehen dann ganz klar, der Gewinn wäre dann eben 25% auf die 10.000, 2.500 Euro, 2.500 Euro pro Aktie. Und dementsprechend müsste auch der rein rechnerische Buchwert der Aktie eben auf 12.500 Euro von 10 steigen. Noch relativ einfach und recht nachvollziehbar. Und jetzt kommt vielleicht ein wichtiger Punkt, warum, wenn man sich Bilanzen anschaut, viele sagen sich, oh, warum muss das Unternehmen denn Kredit aufnehmen? Da haben sie ja Verbindlichkeiten, ist ja total schlecht. Wenn die Zinsen, die ich für den Kredit zahle, geringer sind als das, was ich eigentlich mit meiner Investitionsquote erwirtschaften kann, kann ich dadurch eine Art Leverage-Effekt erwirken. Also wäre jetzt Beispiel Nummer 3. Da sage ich einfach mal, na gut, von den 10.000 Eigenkapital nehme ich nochmal 5.000 Fremdkapital auf. Ich bleibe aber bei den anderen Zahlen beim gleichen. Ich erwirtschafte 25% Investitionsrendite, zahle aber in dem Fall 5% für dieses Fremdkapital. Und dadurch, dass ich eben mehr Kapital zur Verfügung habe, das besser anlegen kann und eben für das Kapital recht wenig zahlen muss, habe ich dann hier eben einen Gewinn von 3.500 Euro. Das sind dann 3,5 Euro je Aktie oder 35%, obwohl ich nicht mehr Eigenkapital gebracht habe. Und das ist vielleicht für diejenigen, die sich ein bisschen mit Bilanzen beschäftigen und sich erstmal sowas anschauen, sich überlegen, oh, Kredite sind ja gar nicht so toll. Immer daran bedenken, Kredite können durchaus auch Vorteile bringen, wie das Beispiel hier zeigt. Was aber auch der Fall ist, wenn man mal in so einem Kreditding drin ist, wie Beispiel Nummer 4, und die Investitionsrendite einfach mal nicht mehr erbracht werden kann, dummerweise muss ich meine Zinsen halt weiter zahlen. Und dann falle ich halt doch relativ schnell mal ins Minus. Das soll doch mal ein Beispiel sein, dass ja Aktien normalerweise, wenn gut gewirtschaftet wird, langfristig definitiv steigen müssen.
aber man weiß eben nicht, dass wirklich die nächsten 20, 30 Jahre immer nur gute Jahre vor einem liegen. Es kann auch mal schlechte Jahre geben. Deswegen kann es auch durchaus mal sein, dass zwischendrin auch mal die Aktienkurse, rein rechnerisch, der Buchwert auch mal nach unten gehen können oder müssen. Wenn zum Beispiel, wie hier in dem Beispiel, weiterhin die Zinsen für die Kredite gezahlt werden müssen, aber meine Investitionsrendite einfach zurückgeht oder ausbleibt, dann habe ich halt plötzlich einen Verlust im Jahr und keinen Gewinn. Also auch das kann mal vorkommen. Und diese Zahl einfach mal als Beispiel auf sich wirken lassen, weil es gibt viele Skeptiker, gerade wenn ich das erste Mal mit Personen spreche, die sich mit Aktien, mit Börsen beschäftigen, da heißt es immer, das ist ja nur Spekulation, da steckt ja nichts dahinter. Wenn man sich überlegt, warum es eben Aktiengesellschaften gibt und wenn ich eine Aktie kaufe, ich mit dem Gedanken spiele, ich kaufe kein spekulatives Wertpapier, ich kaufe einen Teil eines Unternehmens. Und wenn ich dem Unternehmen zutraue, langfristig gute Gewinnerträge zu erwirtschaften, dann ist das die richtige Grafik, um zu verstehen, warum das durchaus sinnvoll und interessant ist. Nicht von einem Jahr aufs nächste, aber auf eine mittel- bis langfristige Sicht definitiv. Also kann man am Ende als Fazit festhalten, je mehr das Eigenkapital pro Aktie steigt, desto stärker steigt langfristig auch der Aktienkurs, ja? Müsste. Also ich meine, das hier hat ja keine eindeutigen Auswirkungen auf den Kurs an der Börse, aber wer an der Börse eine Aktie kauft oder verkauft, wirft natürlich hier einen Blick drauf und zieht hieraus Rückschlüsse, ob er bereit ist, mehr für die Aktie zu zahlen oder eben nicht. Also 1:1 gekoppelt ist es nicht, aber ist ja klar, jeder, der mit Aktien sich beschäftigt, guckt da mal die fundamentalen Daten sich hoffentlich an und wird daraus dann erkennen, bin ich denn bereit, den Preis zu zahlen, ja oder nein. Aber nicht enttäuscht sein, man wird so gut wie nie die Aktie zu diesem Buchwert, den ich hier gezeigt habe, finden, sondern da ist natürlich immer ein Aufschlag drauf, weil man, wie gesagt, die Aktie nicht jetzt handelt, sondern in der Zukunft mit Chancen und Risiken, die noch da oben drauf kommen und dementsprechend haben sie häufig einen wesentlich höheren Preis, den man an der Börse zu zahlen hat. Genau, also ein KGV von 1 findet man nur sehr selten und wenn, dann kann es auch sein, dass das Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht, ja, und der Kurs deswegen so stark gefallen ist. Ja, und dann auch ist es eben auch meistens so, dass der Gewinn dann natürlich auch nur noch ein einziges Mal auftritt und im nächsten Jahr schon wieder weg ist. Und dann hast du eben auch keinen KGV von 1 mehr. Deswegen genau, also nicht nur eine Kennzahl heranziehen, sondern auch einfach das ganze Umfeld sich anschauen. Wie sind die Wachstumsprognosen? Was macht das Unternehmen besser als die Konkurrenz? Warum glaube ich, dass die mehr Kunden zukünftig gewinnen werden als andere? Beispiel Netflix. Was macht Netflix gegen zum Beispiel Disney Online, wenn die so ein neues Streaming-Dienst rausbringen, wie stehen die da und so weiter. Das sind alles Überlegungen, die man immer wieder einfließen lassen muss. Und ich denke mal auch, da bist du meiner Meinung, jede Investition, auch wenn sie langfristig geprägt ist, wenn sich das Umfeld von der Aktie, dass sie sich bewegt, wenn die Konkurrenz sich ändert und so weiter, muss man trotz allem immer wieder betrachten, passt das noch in mein Portfolio, glaube ich an die Story oder muss ich da irgendwie mal auch eine Entscheidung treffen. Auch wenn man Langfristinvestor ist, das heißt nicht, man kann sich komplett zurücklehnen, dann ab und zu mal einen Blick drauf werfen, jetzt nicht im 2-Minuten-Takt, aber einfach ab und zu mal drauf schauen. Ja, da kann ich vielleicht noch ein ganz gutes, praktisches Beispiel am Ende setzen, weil am Ende muss man natürlich immer wissen, bin ich ehrlich zu mir selbst und kann ich mir einen Fehler eingestehen oder mache ich dann irgendwann Buy and Hope? Also ich hoffe einfach nur noch und bin nicht mehr eigentlich überzeugt wirklich vom Unternehmen, kann mir aber den Fehler nicht eingestehen. Und so ein klassisches Beispiel ist natürlich jetzt Ryanair. Das ist ja eine Aktie, die sehr stark unter Druck ist seit einigen Monaten. Da kriege ich natürlich auch die ganze Zeit Fragen immer, ja, was machst du jetzt mit der Position? Und da ist es natürlich so, vollkommen klar, dass ich nicht so rechne, also das habe ich früher auch immer gemacht. Ich habe gesagt, oh ja, ich bin aber ja so bei 17 Euro zum ersten Mal eingestiegen, dann nochmal bei 15 Euro nochmal eingestiegen und jetzt steht sie irgendwie gerade bei 13 Euro. Das heißt, ich muss ja, um das alles wieder reinzuholen, muss ich ja jetzt einfach die halten. Nein, Bullshit. Denn ich kann ja das Geld, was jetzt noch da drin ist, auch wunderbar, wenn ich eine andere Gelegenheit habe, dort investieren. Es geht also immer darum, ab diesem Zeitpunkt heute, wo ist das Geld am besten aufgehoben? Natürlich ist es nicht so, dass man einfach eine Aktie verkauft, einfach nur, weil sie jetzt gerade gefallen ist. Und man setzt sich dann selber so Gründe zum Beispiel, wo man sagt, okay, schaut man sich jetzt die ganze Situation bei Ryanair an, ich will jetzt gar nicht intensiv drauf eingehen, das mache ich dann auf dem Kolja Investiert Kanal oder so, dass ich sage, okay, ich gebe denen noch zum Beispiel bis Ende des Jahres Zeit, all diese Probleme, die sie gerade haben, in den Griff zu bekommen. Das muss dieses Management hinbekommen, nur als Beispiel. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, sie schaffen es aber nicht, in genau diesem Zeitraum diese Probleme in den Griff zu bekommen, dann ist es für mich die Deadline, wo ich dann die Aktie verkaufe. Und das sind so solche Sachen und Überlegungen, die man sich halt immer stellen müsste und nicht irgendwie sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt aber wieder mein eingesetztes Kapital wieder rausholen, weil dann ist es sozusagen
totes Kapital, was ich aber produktiv investieren könnte woanders, was viel besser dort aufgehoben werde. Und man sieht es nicht nur bei Aktien, man sieht es überall auf der Welt, dass Leute einfach zu lange an ihren Ideen festhalten. Habe ich neulich gerade einen spannenden Vortrag gesehen von einem Professor über Monster Beverages Marketingkampagne. Da mussten die Studenten sich selbst so quasi eine Marketingkampagne ausdenken. Und dort hat er auch gesagt, im Marketing ist es ganz häufig so, dass Firmen zu lange eine Werbekampagne fahren, wenn sie gut funktioniert, ja, weil sie dann einfach anfangen, sich in diese Werbekampagne zu verlieben, weil sie so viel da investiert haben, obwohl sie dann irgendwann überhaupt gar nichts mehr bringt, okay? Und da muss man dann sich die Frage stellen, wo, und das hattest du ja auf der ersten Folie aufgeschrieben, Kapitalallokation, darauf kommt es an. Okay, jetzt habe ich aber genug gelabert. Aber jetzt, das ist noch ganz Schluss. Das, was die Überlegung, die du gerade gemacht hast bei Ryanair, ist ja genau die, die ein Unternehmer tun würde und nicht nur ein kurzfristiger Aktionär. Ein Unternehmer sagt sich, ich bin an einem Unternehmen beteiligt. Genau. Und wenn die noch die Kehrtwende hinkriegen, okay. Und selbst wenn man sich dann sagt, bei dem Preis, den jetzt die Börse für die Aktie anschlägt, lohnt es sich vielleicht erst recht zu investieren. Da spricht ja auch nichts mehr dagegen zu kaufen. Wenn ich aber sage, oh, jetzt sind sie an einer Kehrtwende, Geld möchte nicht hinterher schütten, grundsätzlich bin ich davon überzeugt, guck mal, ob es schaffen wir nicht, dann tschüss, dann suche ich mir lieber eine Möglichkeit, mein Geld besser zu investieren. Absolut richtig. Okay. Aber grundsätzlich hat man schon mal auf jeden Fall was gewonnen, wenn man nicht einfach nur kauft und verkauft, aufgrund dessen, dass gerade was gestiegen oder gerade was gefallen ist, sondern sich erstmal Gedanken macht dazu, warum und was passiert eigentlich im Hintergrund. Aber Richie, vielen Dank für das Video heute an diesem Freitag und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Rest. Ein schönes, heißes Wochenende. Endlich kann ich meinen oberen Knopf aufmachen. Wunderbar.